Hallo und willkommen. Wer meiner Alpenrevue folgt, oder lasst mich anders beginnen. Wer außer Chris auch noch meiner Alpenrevue folgt, weiß, dass die letzten vier Videos einem seltsamen Projekt aus den Jahren 1975 und 1976 gewidmet waren, als die Mitglieder von Yes, sichtlich erschöpft vom Touren und vom Aufnehmen, beschlossen hatten, es ein Jahr lang etwas gemächlicher angehen zu lassen und statt des nächsten Albums lieber fünf Soloalben zu produzieren, jeder für sich allein. Zufälligerweise ergab es sich auch noch so, dass für alle fünf Mitglieder von Yes, namentlich Chris Squire, Steve Howe, Patrick Moratz, Alan White und der Sänger John Anderson, diese Bemühungen auch noch ein Debüt darstellten. Sprich, für alle fünf Musiker war dies das erste Soloalbum, an dem sie arbeiteten. Doch niemand von ihnen ging die Sache extremer an als John Anderson. Während die anderen vier Alben weitgehend als konventionelle Studioarbeiten entstanden waren, verschwand John geradezu von der Oberfläche und baute erstmal seine Garage in ein Heimstudio um. Für damalige Zeit war das noch immer sehr ungewöhnlich. Mike Oldfield hatte ein eigenes privates Studio, ansonsten galt dies eher als unerhört. Das Interessante an diesem Unterfangen ist allerdings, dass John Anderson von Anfang an plante, alle Instrumente auf diesem Album selbst zu spielen. Und das ist ein interessantes Vorhaben, denn John ist kein eigentlicher professioneller Instrumentalist. Er kann solide Akkorde auf der Klampfe spielen, er kann ein wenig Klavier spielen, ein wenig Harfe. Verglichen mit der extremen Leistungsfähigkeit seiner Kollegen bei Yes auf ihren spezifischen Instrumenten ist das alles aber eher bescheiden. Die Entscheidung, alles selbst zu spielen, war sichtlich selbstbewusst, doch es bedeutete auch, dass John seine instrumentalen Defizite mit Originalität und Einfallsreichtum kompensieren würde und sich mehr auf die sonische, atmosphärische Erfahrung durch diese Musik konzentrieren würde. Dies sollte also ein Album werden ohne Gitarren und Keyboard-Solos, doch dafür mit faszinierenden, zeitlosen Klangexperimenten. Und das ist durchaus ein Thema, das wir hier erwähnen müssen. Yes waren eine virtuose Band mit einem großartigen Sänger. Vier instrumentale Zauberer und ein einzigartiger, ideenreicher Sänger. Doch diese Situation war nicht immer unproblematisch. In einem Interview aus dem Jahr 2000 verriet der großartige Tontechniker Eddie Offord, dass ein Teil der Spannungen innerhalb von Yes durchaus damit zu tun hatten, dass Anderson eben kein Instrumentalist war und seine musikalische Glaubwürdigkeit nicht selten von Steve Howe in Frage gestellt wurde. Eddie Offord meinte, jeder hätte ständig an Johns mangelnder musikalischer Ausbildung herumgenörgelt. Doch ich fand damals, dass dies eine seiner Stärken war. Somit drängt sich der Gedanke auf, dass Anderson absichtlich niemanden von Yes bei dieser Produktion dabei haben wollte und dass es ihm ein Anliegen war, den anderen zu beweisen, wozu er auch ohne sie fähig war. Er weigerte sich auch, jemandem Demos oder Aufnahmen vorzuspielen. Das war insbesondere wegen dem Plattenlabel Atlantic problematisch, da von dort ständig Anfragen kamen und irgendwann Anderson sogar gezwungen war, dem Übervater Ahmet Ertegün eine Hörprobe zu verweigern. Doch irgendwann war es genug und das Werk war vollendet und erschien unter dem Namen Olias of San Hilo. Olias of San Hilo war ein ehrgeiziges Projekt, das Anderson konzeptionell seit Jahren mit sich herumtrug. Den Umgang mit den Instrumenten begründete er so, dass man eben auch als Amateur eine Passage aufnehmen kann und dann eben mit Hilfe anderer Instrumente all das in einen Klangteppich einbetten kann, der diese Passage dann eben trägt. So kann man eben auch mit Instrumenten, die man vielleicht nicht ganz so gut spielen kann, wunderschöne Musik machen. Man muss eben nur die Mühe investieren. Das alles klingt schön, doch damals stellte es Anderson vor nervenaufreibende Probleme, die ihn wörtlich an den Rand der Verzweiflung und des Wahnsinns trieben. Heute ließen sich all diese Probleme in einigen Minuten in Cubase oder einem anderen nonlinearen Aufnahmesystem lösen. Doch damals stand der Eigenbrödler Anderson vor schwer lösbaren Problemen. Sehr oft musste er sich eine Niederlage eingestehen und wieder von vorne beginnen. Und das macht Olias of San Hilo zu einer faszinierenden Platte.
Sie klingen so eigenartig und ist schwer mit etwas anderem zu vergleichen. Hinzu kam, dass Anderson eine ungeheuerliche Geheimwaffe besaß. Es mochte hunderte kultige Instrumentalisten geben, die virtuos ihre Schallplatten einspielten, ohne mit der Wimper zu zucken. Und sicherlich mit weniger Schweißtropfen auf der Stirn als John Anderson. Doch keiner von ihnen verfügte über John Andersons Stimme. Möglicherweise das beste Vokal in der Geschichte der modernen Musik. John Andersons Gesangsstimme ist ein kosmisches Ereignis von galaktischen Dimensionen. Ich mag nicht alles von ihm mögen, so wie ich nicht alles von Yes mag. Und ich mag nicht immer seinem esoterischen Gelaber etwas abgewinnen. Doch seine Stimme hat historische Dimensionen und ist de facto eine Kategorie für sich, und das bis heute. Er gehört zu den wenigsten Sängern dieser Ära, deren Stimme bis heute nicht abgebaut hat, trotz des fortgeschrittenen Alters. Olias ist natürlich ein Konzeptalbum mit einer Story, die eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy ist. John Anderson nennt Roger Dean als eine zentrale Inspiration, da die ältesten Ideen zu Olias noch aus der Zeit stammen, als Roger Dean das legendäre Cover für das Yes-Album Fragile gemalt hatte. Anderson wollte unbedingt, dass Olias visuell an Fragile anschließt, doch in all den 6 oder 7 Monaten, in denen er versucht hatte, Roger Dean an Bord zu bekommen, gab ihm der berühmte Grafiker nur Absagen und begründete sie mit einer massiven Auftragslage, die ihm kaum erlaubte, an Andersons hochkomplexer Plattencover-Idee zu arbeiten. So heuerte John Anderson den Grafiker David Fairbrother Rowe, der die visuellen Ideen von Roger Dean aufgriff und für Anderson ein faszinierendes Plattencover hinlegte, das gerade in seiner Originalpressung zu einer der gelungensten Plattenhüllen jener Ära gehört. Dies markiert aber auch das Ende dieser Ära. Olias of Sun Hillow ist eine der letzten Schallplatten, die mit diesem opulenten, verschwenderischen Coverdesign daherkamen, wo ein Grafiker ganze Wochen Arbeit reinstecken musste. Während die 80er immer näher rückten, ging die Musikindustrie dazu über, Plattencover spartanischer zu gestalten. Olias of Sun Hillow ist ein Album, das von Keyboards dominiert wird, jedoch auch von allerlei exotischen Percussions. Anderson bringt hier sogar die türkische Saz ins Spiel. Viele der Passagen bestehen aus hypnotischen Loops und allerlei Naturgeräuschen, die sich hier mit unzähligen Gesangsspuren vermengen. Das Konzept des Albums dreht sich um eine außerirdische Zivilisation bestehend aus 4 Völkern, die in einem gänzlich romantisch aussehenden Raumschiff fluchtartig ihren Planeten verlassen, bevor dieser in einem kosmischen Ereignis zerstört wird. Andersons eigenwilliger Mystizismus dreht sich hier um Musik als magische Praxis. Anderson hatte später erklärt, dass die esoterischen Werke von Vera Stanley Elder hier Pate standen, aber auch die Schriften von J.R.R. Tolkien. Für die eigentlichen Aufnahmen heuerte Anderson den Tontechniker Mike Dunn an, der zuvor bereits mit Yes gearbeitet hatte. Dieser verzweifelte an Andersons Ideen sichtlich, da sehr oft die damaligen Grenzen des Machbaren erreicht waren, insbesondere angesichts dessen, dass Anderson eben viel technisch tricksen musste, um einen bestimmten Sound zu erreichen. Ein professioneller Instrumentalist hätte solche Probleme eben mit seiner Spielqualität überbügelt, doch Anderson musste hier andere Lösungen finden. Diese Zusammenarbeit trieb Mike Dunn in den Wahnsinn und Anderson war in den darauffolgenden Jahren stets voller Lob für die Hingabe und das Durchhaltevermögen des Tontechnikers, der teilweise wochenlang in Andersons Garage lebte und schlief, stets ein wenig verunsichert, ob dieses Projekt überhaupt jemals irgendwelche greifbaren Früchte tragen würde. Doch dann war das Werk vollendet. Kommerziell erwies sich Olias of Sun Hillow als die erfolgreichste Platte der 5 Soloalben, was allerdings auch viel damit zu tun hatte, dass Anderson im Gegensatz zu den anderen 4 Musikern seine berühmte Stimme zur Verfügung hatte. Somit besaß das Album gerade für Yes-Fans einen gewissen vertrauten Faktor. Das gab Anderson einen kommerziellen Vorteil, den die anderen nicht hatten. Seine Yes-Kollegen waren übrigens bei diesem Album nicht unbedingt wohlwollend und sagten sie dazu etwas Positives, so geschah es doch mehr aus Höflichkeit. Diese LP
befand sich möglicherweise jenseits ihrer eigenen musikalischen Sphären. Es ist auch kein explizites Prog-Rock-Album, auch wenn es häufig innerhalb dieses Genres genannt wird. In meinen Augen gliedert es sich mehr in die Welt der deutschen elektronischen Revolution ein, also Bands wie Harmonia oder Cluster. Also ebenfalls Projekte, die großartige Musik hervorbrachten, ungeachtet dessen, dass die ausführenden Künstler häufig keine richtigen Musiker waren, sondern mehr Soundtüftler. Damit markiert Olaias auch einen gewissen Paradigmenwechsel. Heute denkt man darüber nicht mehr viel nach. Viele berühmte Platten werden heute von Leuten aufgenommen, deren Talente nicht unbedingt in der virtuosen Spielweise eines analogen Musikinstruments liegen. Niemand fragt sich heute, ob Moby ein Gitarrenvirtuose ist. Doch bis dahin, in 1975, war es anders. Es war noch immer ein stark hierarchisches System, nachdem die Rockmusik bewertet wurde, und an der Spitze der Pyramide standen eben Leute wie Robert Fripp und Alan Holdsworth und Frank Zappa und Chris Squire oder Keith Emerson. Sie waren die Rock-Royalty, weil sie in einer Minute die meisten Noten spielen konnten. Doch die Wahrnehmung von Musik begann sich massiv auszudehnen. Brian Eno tüftelte bereits an seinen ersten Ambient-Experimenten. In Deutschland ähnelten die Musiker teilweise mehr bekifften Kybernetikern und überall auf der Welt brach Punk hervor, dessen gesamte musikalische Ästhetik auf der Idee basierte, drei Akkorde möglichst schlecht zu spielen. Natürlich konnte ein Steve Howe nicht wirklich begreifen, was an Olaias of San Hillo so interessant sein soll. Aber einer verstand es sofort. Vangelis. Die Vangelis-Connection bei dieser Platte ist eine recht amüsante Geschichte. John Anderson und Vangelis kannten sich zu diesem Zeitpunkt bereits. Anderson hatte sogar in jenen Wochen, als Rick Wakeman Yes verlassen hatte, Vangelis angeschleppt und ihn als einen potenziellen Nachfolger von Wakeman lanciert. Das endete schnell in einer Sackgasse. Gleich bei der ersten Begegnung meinte Vangelis, die Band solle mehr in Richtung Keyboards und Synthesizer tendieren, weil darin die Zukunft läge. Und überhaupt elektrische Gitarren kann man ohnehin kaum ernst nehmen. Das kam bei Steve Howe nicht so gut an. Am Ende war für Vangelis und sein riesiges Ego kein Platz in einer Band, die bereits einige sehr gigantische Egos beinhaltete. So kam dann Patrick Moraz ins Spiel. Aber Vangelis und John Anderson blieben befreundet und Anderson lernte von Vangelis einiges über den Einsatz von den neuesten Keyboards und Synthesizern, die damals auf den Markt kamen. Der Einfluss war hierbei sehr stark, so dass es auf Olaias of San Hillo einige Synthesizer-Passagen gibt, die extrem nach Vangelis klingen. Und das in einem solchen Maße, dass damals die Plattenfirma RCA, bei der Vangelis unter Vertrag war, sich erbost an ihn wandte, weshalb er denn heimlich auf einer Platte von John Anderson spiele. Tatsächlich wird Vangelis auf der Platte unter den Danksagungen erwähnt, doch als ihn RCA konfrontierte, war er sichtlich überrascht, da er selbst zu diesem Zeitpunkt die Musik dieses Albums zum ersten Mal hörte. Die LP steht musikalisch Vangelis deutlich näher, als sie zum Beispiel Yes nahesteht. Ich mag dieses Album. Es hat eine faszinierende, einzigartige Atmosphäre. Es ist mehr ein texturales Album als ein thematisches. Es ist eine großartige musikalische Begleitung, wenn man zum Beispiel am Computer arbeitet. Es ist eines dieser Alben, die man sich immer wieder anhören kann, ohne dass sie sich abnutzen. Und das liegt sicherlich darin, dass die Musik stets etwas sphärisch und impressionistisch bleibt, geradezu schemenhaft, ohne aufdringliche Hooklines und Melodien. Für Anderson war dies teilweise eine zermürbende Erfahrung gewesen, doch am Ende präsentierte er uns eine triumphale Platte, die schnell ihre Fans fand. Insbesondere die Bekifften unter ihnen sahen hier eine echte Fundgrube für atmosphärische und hypnotische Sounds und Themen. Ich gebe hier 5 Sterne. Diese Platte ist ein gelungener Wurf, der einen beeindruckenden kreativen Output beweist. Olaias of San Hillo ist richtungsweisend und musikalisch extrem faszinierend. Damit waren die 5 Soloalben damals abgeschlossen. Für eine Weile hing da die Idee in der Luft, dass die Band nun so eine Art 5 Soloalben-Tournee in Angriff nimmt. Doch dies scheiterte damals schon an John Anderson, der nach der Erfahrung von Olaias of San Hillo gänzlich ausgelaugt war und für einige Monate Auszeit nahm. Ohnehin bestand hier das grundsätzliche Problem, dass die Fans von Yes einen beachtlichen Teil dieses 5 Soloalbenmaterials eher ablehnten.
Yes existierten damals bereits im 8. Jahr und waren ein massiver Stadion-Act. Doch damit waren sie bereits von dem Problem betroffen, dass die Leute zunehmend Wert darauf legten, die Greatest Hits zu hören. Als ein Jahr später Yes mit Going for the One auf Tour gingen, hatten sie 4 oder 5 Tracks aus den Soloalben im Live-Repertoire. Das hielt dann nur einige Tage, da es auf massive Ablehnung der Zuschauer stieß. Diese Zeit markiert auch das Ende der relativ kurzen Wirkung von Patrick Moraz hinter den Barrikaden aus Keyboards und Synthesizern. Ich habe nie herausgefunden, was genau da nicht stimmte. Moraz war ein großartiger Keyboarder für Yes und ich hätte gerne mehr mit ihm gehört. Vielleicht lag es daran, dass Rick Wakeman Interesse anmeldete, in die Band zurückzukehren und damit Moraz geradezu automatisch verdrängte. Wobei Wakeman in Interviews immer betont, die Band, insbesondere Chris Squire, hätten ihn ein wenig zurückmanövriert und ein wenig reingelegt. Bevor er sich umsah, wurde er längst wieder als festes Mitglied geführt. Doch es ist schwer, bei einer musikalischen Soap-Opera wie Yes mit Gewissheit zu sagen, was bei ihren ständigen Personalwechseln die Ursachen waren. Die Band war da nie sehr spendabel mit sinnvollen Erklärungen und vermutlich hatte sie auch keine solchen Erklärungen parat. Somit, das war Olias of Sun Hilo von John Anderson aus dem Jahr 1976. Bis zum nächsten Mal.